So getrage ich stolz auf meiner Haut. Werder Bremen, es gibt keinen, der sich traut. Der Verein, der mich stets in seinen Bann zieht. In den Vereinsfarben fließt mein Blut wie die Weser. Von Ostkurve bis hin zur Westtribüne. Jeder Song, jedes Tor, jede gemeinsame Melodie. Wir sind eins mit der Stadt, immer fest im Boot. Werder Bremen bis ans Ende meiner Tage. Werder Bremen, dunkelgrün und weiß. Unsere Liebe für dich, sie vergeht nie. Ein trauriger Tag für jeden Werder-Fan. Am 9.10.2024 ist Dieter Budenski im Alter von 73 Jahren verstorben. Dieses Video widmen wir alleine ihm. Und versuchen so eine ewige Erinnerung zu schaffen. Das ist zumindest Ziel dieses Videos von meiner Seite aus. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten irgendwie eine Erinnerung immer an Dieter Budenski zu schaffen. Ich hatte das große Privileg, ihn selber kennenlernen zu dürfen. Damals beim 125 Jahre Grün-Weiße Liebe Fachmagazin, was damals rauskam vom Weser Kurier, habe ich ihn kennenlernen dürfen, habe seine Rede live anhören können, was er über die beste Werder-Elf in 125 Jahren gesagt hat, wo er selber übrigens reingewählt worden ist, dass er ein großer, großer Teil dieser Geschichte ist von 125 Jahre Werder. Das dürfte jedem klar sein und deswegen will ich auch dieses Video machen und einfach daran ewig erinnern können. Ich habe mir das Fachmagazin gerade eben rausgesucht, um aus diesem hervorzulesen, zumindest auf zwei, drei Punkten hervorzulesen, was Dieter Budenski erstmal selber zu diesen 125 Jahren Traumelf sozusagen sagt. Er selber wurde ja reingewählt, was er dazu sagt. Aber auch vor allen Dingen nochmal seine persönlichen Worte zitieren zu können, wie es auch damals zu seinem Wechsel zurück zu Werder kam, in seine Heimat. Und ja, das einfach so ein bisschen wieder aufleben lassen können. Ich durfte ihn auch dieses Jahr nochmal interviewen. Das war in Frankfurt. Beim Hallenspiel, das war ein ganz, ganz toller Tag beim Mattei Cup in Frankfurt. Dieter Budenski hat da noch absolut lebensfroh gewirkt, war voll da. Ich habe ein ganz, ganz angenehmes Gespräch mit ihm geführt, auch abseits der Kamera danach noch. Ja, beim Hallenturnier war ich auf jeden Fall überglücklich, ihn überhaupt kennengelernt zu haben. Und auch im Nachgang, also nach dem Interview, hatten wir wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, wo wir auch über die verschiedensten Werder-Legenden noch gesprochen haben. Vor allen Dingen aber auch die kleine Diskussion. Ihr wisst ja alle, wie sehr ich zu Diego stehe und was für ein großer Fan Budenski über Miku ist. Auch darüber werden wir gleich ein, zwei Sachen noch lesen. Ich möchte nur erstmal mit ein paar persönlichen Worten hier eben anfangen. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, so einem großen Spieler irgendwie jetzt gerecht zu werden mit diesem Video. Aber ich werde hier versuchen, mein Bestmögliches zu tun und möchte, damit wir eben diese ewige Erinnerung schaffen können, dass das Teil dieser, also Teil meiner Aufgabe gerade ist, möchte ich die so ein bisschen mit rübergeben zu euch und würde euch darum bitten, vielleicht euren schönsten Werder-Moment von Dieter Budenski unten in die Kommentare reinzuschreiben oder auch, was verbindet ihr mit Dieter Budenski in Bezug auf Werder. Wir gehen natürlich gleich auch ein paar Fakten erstmal durch zu Dieter Budenski, bevor ich euch dann eben hieraus eben auch vorlese und auch nochmal zur Aufstellung, also zur besten Elf in 125 Jahre Werder-Geschichte ein, zwei Sachen sagen kann. Und wie gesagt, Dieter Budenski ist definitiv ja ein Teil dieser 125 Jahre Werder-Geschichte. Wenn man ein paar Sachen erstmal zusammenfasst, dann sieht man, dass Dieter Budenski ein Spieler war, der unglaublich viele Spieler für Werder Bremen gemacht hat. 581 an der Zahl, davon in 157 ohne Gegentor geblieben. Insgesamt machte er in der Bundesliga 478 Spiele, auch dort blieb er in 114 Partien ohne Gegentor. Man muss natürlich hierbei erwähnen, dass er in der Bundesliga für Werder Bremen 444 Mal auflief. Dabei erzielte er auch noch ein Elfmetertor. Zu den größten Titeln von Dieter Budenski gehörte unter anderem die Deutsche Meisterschaft 1987-88 mit Werder Bremen,
1980, 81 die deutsche Zweitligameisterschaft und im Jahr 2001, 2002 den Landespokal Bremer Sieger mit den Bremer Amateuren. Aber auch in seiner Zeit später als Torwarttrainer von Werder Bremen war er Teil der Mannschaft von 1999, den DFB-Pokalsiegern, wo er am vergangenen Wochenende erst nochmal gefeiert worden ist, beim 25-Jahre-Jubiläum. Und auch vom 2004er Kader als Torwarttrainer der Doublesiegermannschaft, unter anderem auch mit unserem Kureblitz Ailton. Ja, dann kommen wir jetzt zur Werder Traumelf, die Werders Traumelf aus 125 Jahren. Ich möchte euch erstmal sagen, wer alles drin ist. Ailton und Pizarro haben den Doppelsturm gemacht mit 22% der Votes, wurde Ailton reingewählt mit 38% Pizarro, 38 schon sehr, sehr viel auf seiner Position. Bodensky hat diese Zahl aber noch geknackt, mit 42% wurde er in die beste Elf von Werder Bremen aus 125 Jahren reingewählt. Naldo, Höttges, Brassetz und Mertesacker haben die Abwehr gemacht, Thorsten Frings auf der 6. Und dann im Mittelfeld Miku mit 22%, Diego 21% dicht dahinter und danach Andy Herzog mit 10%. Was sagte Podenski selber über diese Elf? Ich zitiere: Sie stehen im Tor dieser Traumelf. Wie finden Sie die Besetzung der anderen Mannschaftsteile? Podenski sagte: Dass Horst Dieter Höttges in der Abwehr steht, ist wichtig. Jeder Spieler hält sich für den großen Zampano. Aber Höttges ist für mich der größte Spieler, den Werder je hatte, weil er in einer Zeit in Bremen war, in der Werder international keine Rolle spielte. Trotzdem hat er 66 Länderspiele gemacht, ist Welt- und Europameister geworden. Was dieser Mann erreichte, ist sensationell für Werder Bremen. Das wird so schnell keiner mehr schaffen. Wie bewerten Sie das Mittelfeld? Johan Miku ist einer der begnadesten Fußballer, die je bei Werder waren. Er hat im Mittelfeld zu Recht gewonnen. Der hatte ein unglaubliches Auge für die Stürmer, für den Trainer war er nicht immer einfach, aber fußballerisch top. Wenn man gesehen hat, wie professionell er sich vor einem Spiel in der Kabine vorbereitet hat, das war einfach überragend. Das zeigt, wie ehrgeizig er war. Wahrscheinlich hatte Miku bei Werder die beste Zeit seiner Karriere. Und Werder hatte durch ihn eine gute Zeit. Diego, Thorsten Frings und Andreas Herzog hatten natürlich auch große Qualität, aber Miku war ein Ausnahmespieler. Zu Miku konnte man übrigens auch nochmal, da kann ich hier nochmal ein Zitat kurz einblenden von dem besagten Abend, wo ich ihn das erste Mal kennenlernen durfte. Das sind natürlich alles außergewöhnliche Spieler, auch unterschiedliche Typen, aber für mich mit weitem Abstand ist Miku der Spieler. Da konnte man auch kurz raushören, wie sehr Bodensky über Miku am Schwärmen war. Das muss man tatsächlich so sagen. Wie ist Bodensky aber zurückgekommen zu Werder Bremen? Das kann ich euch auch sagen. Und zwar, ich zitiere: Ich war das größte Torwarttalent in Deutschland und hatte ein super Angebot von Ajax Amsterdam. Nach dem Bundesliga-Skandal wurde dieser Vertrag aber aufgelöst. Die anderen großen Clubs, die mich haben wollten, waren nun alle besetzt. Also blieb Bremen. Werder hatte eine gigantische Ablösesumme, jetzt haltet euch fest, für mich bezahlt, 340.000 Mark. Das war damals unvorstellbar viel, aber es hat sich für Werder gelohnt. Der Bodensky auch nach seinem Vater gefragt und hier gehen wir auch mal rein. Ihr Vater war ebenfalls Nationalspieler als Feldspieler. Welche Rolle spielte er dabei, dass sie Profi wurden? Bodensky sagte: Eigentlich keine. Ich war selbst fußballfanatisch, bin mit ihm aber natürlich oft zu Spielen gefahren. Aber er hat mich in meinen Jahren als Jugendspieler auf Schalke höchstens 4-mal spielen sehen. Er hat am Wochenende als Trainer selber zu tun. Ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist, dass der Vater es möchte. Du musst das selbst entscheiden und den nötigen Willen haben. Ich war nicht das größte Talent, aber vom Ehrgeiz her war ich allen anderen überlegen. Fanden Sie es gut, dass Ihr Vater später bei Werder ein Jahr Ihr Trainer wurde? Nein! Diese Konstellation war nicht einfach. Ich war einer der besten deutschen Torhüter. Ich brauchte also nicht seine Unterstützung, um zu spielen. Die Mitspieler brachten die Gespräche ab, sobald ich die Kabine betrat. Ich fühlte mich in der Mannschaft isoliert. Das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Das kennt, glaube ich, jeder noch, wenn dann auf einmal der Papa auch irgendwie Trainer geworden ist. Es gibt aber auch noch ein ganz, ganz tolles Zitat von Dieter Bodensky, was ich auch gerne einmal aufleben lassen wollen würde. Und zwar: Du brauchst am Anfang der Karriere einen Mentor, der dich aufstellt. Das ist wichtig. Wenn du es dann gepackt hast und gut bist, brauchst du den Mentor nicht mehr. Der braucht dich dann mehr als alles andere.
Das ist auch so ein bisschen so ein Fingerzeig zu jungen Spielern, die man dann einfach auch manchmal fördern muss. Und da brauchst du einfach manchmal jemanden, der 100% hinter dir steht und dich bei dieser Reise eben auch fördert. Ja, es ist eine Wahnsinnskarriere, die Dieter Budenski hingelegt hat. Das ist ganz, ganz klar. Er ist ein Riesenteil von Werder Bremen, wird dieser Teil auch immer sein. Er wird nie vergessen sein. Ich persönlich verbinde mit ihm, wie gesagt, ganz, ganz speziell diesen Matthay Cup, weil ich da das große Privileg hatte. Und an der Stelle muss ich es einfach auch einmal sagen, auch wenn das ganze Video natürlich Dieter Budenski gehört, aber ich bin auch Ferenc sehr, sehr dankbar und habe ihm noch gestern Abend noch geschrieben gehabt, und dass ich ihm ganz, ganz viel Kraft wünsche, stand Dieter Budenski sehr, sehr nahe. Durch ihn habe ich ihn überhaupt kennengelernt und war damals dort auch überhaupt erst eingeladen. Ja, Dieter Budenski war total herzlich. Man muss da auch ganz klar sagen, wer bin ich in dem Moment? Ich stehe da als junger Werder-Fan oder jung jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber als einfach Werder-Fan mache meine Videos im Internet, und versuche einfach immer ehrlich meine Meinung zu sagen. Die passt natürlich auch nicht jedem immer, aber Dieter Budenski hat mich dort auch mit offenen Armen empfangen. War wie gesagt sofort bereit, mit mir zu sagen, ey, komm hier, wir machen das Interview. Hat auch danach gesagt, wenn ich da mal quatschen will über Werder oder wir irgendwas aufnehmen wollen, soll ich einfach Bescheid sagen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, dass es unser letztes Gespräch sein wird, was es dann je geben wird. Das ist für mich auch unvorstellbar gerade. Wie gesagt, ich bin auch niemand, der gut mit diesem Thema Ableben umgehen kann oder nicht damit gut umgeht. So, ich habe selber Schwierigkeiten damit, sage ich euch ganz offen ehrlich. Aber ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Tag erleben durfte, dass ich einfach so dieses Gespräch für mich für immer haben werde, und auch Dieter Budenski von dieser Seite kennenlernen durfte. Also in eben Real Life. Wir waren zusammen in der Werder-Kabine bei diesem Matthay Cup. Ich war am Spielfeldrand zusammen mit ihm, habe das Mannschaftsfoto aufnehmen dürfen, was dann auch später veröffentlicht worden ist. Und ja, das war einfach ein ganz, ganz toller Tag, den ich persönlich nie vergessen werde. Und das ist mir natürlich auch wichtig, wenn ich auch möchte, dass ihr alle eure Geschichte mit Bodensky unten reinschreibt, dann würde ich gerne oder dann wollte ich eben auch einen Teil meiner Geschichte mit ihm erzählen. Auch seine Rede aus dem 125 Jahre Jubiläum werde ich auch nie vergessen. Diese Aura einfach, die er auch hatte. Dieses dann doch trockene, aber auch humorvolle, liebevolle. Das war schon ganz, ganz toll. Großes Kino. Und ich finde es natürlich super schade, dass ich ihn als Spieler nie miterleben durfte, aber dafür dann eben als großer Mentor, als großer Traditionstrainer, als einfach großer Ehrenspielfühler für Werder Bremen und der Traditionsmannschaft. Und meine Liebe und meine Gedanken gehen an alle diejenigen raus, die es gerade eben brauchen. Vor allen Dingen erstmal an allererster Stelle an alle Beteiligten, an alle nahestehenden Familienmitglieder und so weiter, dass die diese Zeit gut zusammen durchstehen. Und vor allen Dingen auch an alle Werder-Fans da draußen jetzt, lasst Dieter Budenski hier noch einmal aufleben in den Kommentaren. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe jetzt am Ende des Videos, dass ich mit diesem Video ihn einfach auch irgendwas schenken kann, dass er unvergessen bleibt. Das ist einfach das einzige Ziel mit diesem Video auch, dass wir eben wirklich Dieter Budenski unvergessen machen können, einen Teil dieser Geschichte eben erzählen konnten und zu 100.000 anderen Geschichten, die es geben wird, und vielleicht einfach so ein bisschen aus der menschlichen Seite auch noch mal ein, zwei ja, Sachen aufleben lassen konnten. Ja, ich wünsche euch allen nur das Beste. Da sieht man auch wieder mal, schätzt jeden Tag, lebt jeden Tag. Ganz, ganz viel Liebe von meiner Seite geht raus. Ich bin raus, euer Nico. Und jetzt nochmal ganz, ganz viel Liebe bitte für Dieter Budenski. So, jetzt neben einer riesen Torwartlegende, Dieter Budenski, erstmal ein ganz, ganz tolles Event in Oldenburg. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Tolle Stimmung. Was erwartest du heute hier in Frankfurt?
Ja, ich glaube, hier ist ein Riesenaufgebot an überragenden Spielern, die, ich glaube, das ist auch ziemlich einzigartig in Deutschland, die Anzahl von Superstars, die heute hier auftreten. Ich glaube, dass wir ein sehr spannendes und sehr gutes Turnier auch hier erleben werden. Ich muss Ihnen auch unbedingt noch mal ein Lob aussprechen. Ich war bei der Lisa Kurier 125 Jahre Magazin und hatte Ihre Rede mitbekommen am Anfang. Das war für mich auf jeden Fall sehr witzig. Sehr auch schön, bei der Elf, bei der Werder Elf. Ja. Jetzt auch passend dazu, ich habe gerade eben die Jungs schon gefragt, es sind ja sehr viele, sehr starke Brasilianer in der Bundesliga unterwegs gewesen. Viele auch bei Werder. Was ist denn Ihrer Meinung nach der stärkste Brasilianer aus der Bundesliga jemals? Ich glaube, das ist immer sehr schwer zu sagen, weil wir haben so viele überragende Brasilianer hier in Deutschland, das in der Vergangenheit auch gehabt. Ich glaube, es wäre nicht gerecht, wenn man da einen Brasilianer rausheben würde. Aber Diego könnte unter den Besten sein? Ja, da gibt es mehrere, die in der Richtung überragend sind. Und ich glaube, ne, das warten wir es ab. Wir haben ja hier auch einen Naldo, der auch, wenn er nicht so viele Länderspiele oder kaum Länderspiele für Brasilien gemacht hat, auch ein außergewöhnlicher Spieler. Ja. Aber ich denke, wir haben viele. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne, gerne. Danke. Immer wieder. So getrage ich stolz auf meine Haut. Werder Bremen, es gibt keinen, der sich traut. Der Verein, der mich stets in seinen Bann zieht. In den Vereinsfarben fließt mein Blut wie die Weser. Von Ostkurve bis hin zur Westtribüne. Jeder Song, jedes Tor, jede gemeinsame Melodie. Wir sind eins mit der Stadt, immer fest im Boot. Werder Bremen bis ans Ende meiner Tage. Werder Bremen, dunkelgrün und weiß. Unsere Liebe für dich, sie vergeht nie.